Hallo Freunde. Ja, Video geht gleich los. Licht ist an. Ich hole mir bloß noch schnell ein kleines Getränk. So Freunde, kann losgehen. Heute mal einfach bloß mit Cola. Naja, wie sieht das jetzt aus? Cola mit Eis natürlich, aber ohne Zusätze. Naja, egal. Man könnte sich ja auch mal eine Cola rumgönnen oder so. Ach, was soll's. Woche ist fast rum. Morgen noch ein Arbeitstag. Katze kommt auch wieder. Ja, fein. Hast du jetzt Angst vor dem Geklapper? Oh, brauchst du nicht. Katze müsste man sein. Fressen im Überfluss? Jo. Ganzen Tag schlafen, fressen, nö, spielen, rumtoben, irgendwas kaputt machen. Das ist doch was Schönes. Nö, was ich eigentlich erzählen wollte, ich habe oben mal in einem Schrank gewühlt und habe so ein paar Erinnerungsstücke von früher gefunden. Vielleicht können wir darüber ein bisschen schwatzen. Mensch, so kleine Dinge, die sich aus der Jugendzeit erhalten haben. Man wundert sich manchmal, was für seltsame Sachen über die Jahre überdauert haben, währenddessen andere Sachen einfach verschwunden sind. Naja, kommt mal ein bisschen näher ran, dann schwatzen wir ein bisschen, trinken ein Glas Cola, sabbeln ein bisschen und freuen uns, dass es YouTube gibt. Noch relativ unzensiert, relativ. Ach, aber so ist das eben im Lauf der Dinge. Kleinen Moment. Jo, und da sind wir jetzt wieder hier am Basteltisch. Seltsamerweise hat sich jetzt das Licht aktiviert von der Kamera. Keine Ahnung. Was habe ich gefunden? Ein Set von, das werden die wenigsten von euch noch kennen, Schreibutensilien aus DDR-Zeiten. Das war, wie nennt man das eigentlich? Da war sogar noch die Originalbeschreibung mit bei. Da sieht man dann mal, wie sowas die Zeiten überdauert. Für technisches technisches Zeichnen, Tuschzeichengerät. So nennt sich dieses Teil. Oh, wir versuchen mal dieses hässliche Licht zu deaktivieren. Kleinen Moment.